Oh ja, dass du noch hier rumläufst, das war mir so scheiße. Ich bin mit der Route fast fertig. Das regt mich hier auf an diesem Spiel. Das regt mich hier echt auf. Ich bin mit der Route fast fertig. Da hinten ist das Ende. Und was macht der Klops? Der läuft mir vorm Bus hier durch. Ich werd bescheuert. Ich werd hier richtig weg. Das kotzt mich hier an. Also, Astragon, fickt euch richtig. Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Anwärter für meine neuen Busfahrer zu meinem Busunternehmen bei Waldemar GmbH KUK AG. Ich glaube, das Name ist gar nicht mal so schlecht. Na, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie könnte ich denn mein Busunternehmen nennen mit Waldemar irgendwie dazu. Waldemar, das ist ja meine Wenigkeit hier. Und ja, aber ihr erst einmal, ihr horcht und lauscht meinen wunderschönen Worten. Denn heute geht es in diesem Video so ein bisschen darum, ich werde euch versuchen, so gut es geht, ein bisschen ja, in Bussimulator einzulernen. Versucht also quasi ein bisschen Freude, Spaß, aber auch Ernsthaftigkeit mitzunehmen. Denn wie ihr mich wahrscheinlich kennen solltet, in jedem Video ist hundertprozentig Ernsthaftigkeit mit dabei. So, ein paar kleinere Eckdaten. Hinter mir steht der Bus, der Citaro Car von Mercedes, mit dem sind wir heute unterwegs. Einfach aus dem Grunde, der lässt sich so mitunter am einfachsten bedienen. Ein Standardbus. Zu den nächsten Bussen kommen wir ganz gerne später noch einmal. Ach, im Übrigen, habt ihr einfach Bock mal, dass wir ab und zu mal hier ein paar Videos machen von der Fahrschule? Denn in diesem Video wird es auch ein bisschen darum gehen, wir werden versuchen, so ordentlich und so gut es geht, halt diese Route hier zu meistern. Und was bietet sich besser an als eine Route, die wir in der letzten Folge vollkommen hingunst haben, miserabel geschafft haben. Deshalb werden wir die nochmal wiederholen, denn es geht ja darum, dass ihr, die ich jetzt hier annähern werdet, natürlich diese Route auffahren werdet. Und was gibt Schlimmeres, als wenn ich als Chef, als Busfahrlehrer diese einfach mal auf gut Deutsch verkacke. Also fangen wir einfach mal an. Wir sind wie gesagt hier im Busdepot, direkt nah am ZOB. Und ja, das regnerische Wetter, man guckt sich das mal hier so ein bisschen an. Die Sonne kommt zwar so ein bisschen raus, also der Wetterbericht hat schon gesagt, ja, es könnte irgendwann aufhören zu regnen, da bricht auch schon so ein bisschen die Wolkendecke auf, also von daher ist alles in Ordnung. Wir werden hier vorne erst einmal unsere Vordertüren öffnen, indem wir erstmal die Tür und die Tür entsperren und dann können wir diese auch öffnen, bevor wir aber gleich dann zum eigentlichen, ja, Fahren kommen, natürlich selbstverständlich auch die restlichen Türen öffnen, deswegen bietet sich ja auch der Citaro Car so gut an, denn wir haben hier nur zwei Türen, ich wollte schon gerade nach hinten gehen. So, dann machen wir mal die Türchen auf. Das ist eure, das ist eure Kommandozentrale, liebe Freunde, ist das nicht schick? Hier haben wir den Sitz, Lenkrad, alles Mögliche. Das Bedienpult, guck mal, wir haben sogar mittlerweile ein drahtloses Fahrkartenlesegerät. So nenne ich das jetzt einfach mal. Komm, seid mal ehrlich. Man fühlt sich so ein bisschen wie Captain Kirk. Unglaublich. Also, wir drücken jetzt allesamt mal hier auf die Select-Taste. Das Lichtlein geht aus, die Batterie ist an. Da können wir schon mal so ein bisschen gucken. Wir könnten rein technisch gesehen schon mal hier sämtliche Lichter anmachen. Die Fahrgäste, die sind immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen wehleidig. Aber wir können natürlich auch alle Lichter hier drüber an- und ausmachen. Da haben wir hier zum Beispiel den Fahrkartenautomat, die Lichtlein. Hier haben wir den rechten Blinker, den linken Blinker. Aber okay, ich glaube, geht erst, wenn der Motor an ist. Fernlicht haben wir ja auch, müssen wir alles anmachen. Und ja, wir hätten jetzt die Möglichkeit zum Beispiel für unsere geliebten Fahrgäste natürlich auch Radio einzuschalten. Das war glaube ich hier gewesen, hier haben wir Radio. Scheibenwischer, selbstverständlich müssen wir gleich mal einschalten. Das passiert aber alles erstmal, wenn wir nochmal auf Select drücken und dann den Motor damit starten. So, jetzt ist auch die Hydraulik an und jetzt noch einmal Select drücken. Ah, hört er den Motor brummen. Herrlich. Also wir gehen nochmal jetzt hier wieder auf die Menütaste. Steuerungsmenü, Scheibenwischer natürlich selbstverständlich an. Da haben wir eigentlich nur diese eine Stufe. Hier haben wir eine Feststellbremse, eine Hupe. Der Geschwindigkeitsbegrenzer in der Stadt immer immens wichtig. Die Zündung haben wir jetzt gerade schon alles gemacht. Motormenü. Ja, das haben wir ja hier alles schon quasi gemacht. Aber Motormenü können wir sehr gerne bleiben. Wir sind auch im neutralen Bereich, heißt wir sind ja stehend. Wir können nicht losfahren. Natürlich selbstverständlich rückwärts. Hier haben wir Elektronik an, Elektronik aus. Aber wir wollen natürlich auch fahren. So, hätten wir schon mal das. Ansonsten haben wir hier natürlich aber auch die Sitzeinstellung. Wir können nach vorne, nach hinten, was auch immer wir wollen. Und ja,
Also der rechte Stick ist jetzt nicht gerade, ist einfach nur unsere Kopfsicht quasi. Wir drehen unseren Kopf nach rechts, nach links. Aber mit dem linken Stick, da können wir quasi alles bedienen von vorne nach hinten. Wir können mit LT oder mit L2 oder R2 und RT nach oben und nach unten. Das ist soweit alles in Ordnung. Und so können wir wesentlich mehr einblicken. Wie ihr schön sehen könnt, wir sind Profis, liebe Leute. Wir sind ja Profis. Wir haben die virtuellen Sachen hier einfach mal ausgeschaltet. Man sieht ganz gut die Spiegel, die funktionieren soweit alle ganz gut. Daran müssen wir uns leider so ein bisschen richten. Was anderes gibt es hier einfach nicht. Ansonsten, ja, die Lichter haben wir eingeschaltet. Das ist für die Fahrgäste sehr wichtig. Die meckern sonst immer ganz gerne. Wie gesagt, der Blinker. Jetzt funktioniert er auch. Der linke Blinker funktioniert. Der rechte. Einfach nochmal gucken. Wir können hier, ob der Gefahrenblinker auch funktioniert. So, der funktioniert auch. Herrlich. Ansonsten haben wir hier natürlich noch das Türmenü. Wir haben hier eine Haltestellenbremse. Die könnten wir einfach so aktivieren. Da passiert aber, glaube ich, jetzt gerade irgendwie gar nicht viel. Rollstuhlrampe kommen wir vielleicht nachher dazu. Ich hoffe mal, da haben wir irgendjemanden, der dann da kommt. Fahrkartenautomat erklärt es natürlich gleich von selbst, wenn die ersten Fahrgäste hier einsteigen werden. Also, wir gehen mal hier auf das Türenmenü und schließen mal unsere Türen allesamt. Und ja, dann würden wir mal sagen, hier geradeaus. Und dann werden wir uns die ersten Fahrkarten natürlich selbstverständlich, meine lieben Freunde, hier zur Brust greifen. Okay, wir drücken mal alle hier samt B, um einfach mal die Geschwindigkeit auch beizubehalten. Also wir wollen hier nicht irgendwie großartig durch die Stadt brettern. Weil ihr wisst, mit jedem Straße, den ihr mitbringt, wird es ein bisschen problematisch, ja. Und ihr seid irgendwann mal draußen. Dieses Busunternehmen erfüllt ein Klischee der absoluten größten Güte von Perfektion zwischen Mensch und Maschine. Ihr wisst, was ich meine. Ja, jetzt ein bisschen Ernsthaftigkeit. Wie gesagt, ich versuche mal hier so ein bisschen ordentlicher zu fahren. Das macht sich natürlich hier mit dem Controller und Lenkrad, habe ich schon öfters mal gesagt, ein bisschen schwer. Leider haben wir da oben die Kamera nicht eingeschaltet. Das wäre natürlich auch lustig, wenn es sowas geben würde. Haltebucht 1. Also, wir gucken uns mal kurz um. Wir haben von 6 bis 1. 6 ist hier ganz links bis 1 nach hinten. Müssen wir auf Haltebucht 1 ansteuern. Das ist natürlich jetzt gerade in der Situation natürlich perfekt. Eine kleine bessere Übersicht. Normalerweise ist hier mal ein bisschen mehr los, aber heute habe ich auch meinen ganzen Kollegen hier freigegeben, dass ich mit meinen neuen Anwärtern, mit euch quasi hier so allmählich diese Tour mal langfahren kann und ihr einfach mal ein bisschen Bescheid wisst, worum es hier geht. So, ja, immer schön achten darauf, die Leute kommen mal sehr, sehr gerne hier sehr nah ran an diesen Bürgersteigen. Also versucht da einigermaßen Platz zu lassen und dann machen wir auch mal die Türschleien auf, da kommen sie aber auch schon. Das... Das ist quasi unser Lohn, liebe Leute. So, einer blockiert die Tür. Er ist es nicht, er fragt nach einer Fahrkarte. Das gibt es auch immer wieder. Es gibt demenzkranke Menschen. Und das ist gar nicht böse gemeint, aber auch hier in diesem Spiel. Die gehen einfach dann durch die Tür oder die wollen durch die Tür gehen und vergessen, was sie eigentlich machen wollen. Nämlich durch die Tür gehen. So, der Herr, der möchte zum Beispiel eine Fahrkarte, eine Standardfahrkarte. Und also Standard heißt quasi nicht ermäßigt, auch keine Seniorenermäßigung oder Jugendermäßigung, Studentenermäßigung, sondern einfach nur Standard. Und eine Karte will er davon nur haben. 2 € kriegt er zurück. Versucht natürlich so gut es geht auch wirklich Wechselgeld zu geben, passendes Wechselgeld. Solltet ihr zu viel bezahlen, geht das von euren Lohn ab. Aber da müsst ihr Zinsen von 20.000% zahlen. Also bitte passt da einfach mal ein bisschen auf. Ich habe schon viele Leute, die bei mir gearbeitet haben, in der Gosse gesehen. So, einmal Senioren. Das ist quasi ein Ermäßigungsticket. Der gute Herr hat passt bezahlt. Sehr gerne. Standard einzeln. Und dann 2,80 zurück. Ihr müsst natürlich auch mal ein bisschen gucken. Ihr müsst nicht direkt immer quasi mit den passendsten Geld zahlen. Bei 2,80 könnt ihr auch schon mal 5 mal 50 Cent geben oder 28 mal 10 Cent. Das ist euch überlassen. So, bevor es immer losgeht, immer nochmal hier die Fahrkarten kontrollieren. Und natürlich aber selbstverständlich oberste Pflicht, alle Fahrgäste hier nochmal grüßen. Einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Die Fahrkarten bitte. Dankeschön. Die Fahrkarten. Hallöchen. Die Fahrkarten. Alles klar, dankeschön. Oh, Leute, kommt mal mit. Kommt mal mit. Leute, kommt mal mit. So.
Guck mal, hier haben wir unsere Kollegschaften. Die könnten wir auch mal ganz nett grüßen. Oh, hier ist ja was los. Na, hallöchen, Leute. Svenny. So. Guck mal, gehen wir einfach mal kurz rein. So, das ist sehr schön. Guck mal, das passt nämlich ganz gut, liebe Leute. Hier haben wir ja auch schon mal so ein paar Anwärter. Einen wunderschönen, ja. Hier haben wir schon mal ein paar Anwärter. Das ist der Siggi. Siggi, grüß dich. Ich hoffe, dir gefällt's. Du kannst ja gerne mal hier ein bisschen was erzählen, was sich hier damals so erwartet hat. Wie denn auch so ein bisschen der Lehrgang war. Und ja, die anderen zwei, die jetzt hier noch dabei sind, die anderen zwei bleiben jetzt mal bei kurz bei Siggi. Dann gehen wir mal zum Helmut. So. Helmi. Oh, lass mal jetzt mal die ganzen Leute einsteigen. Na, komm. Junge Frau. Hallöchen. So. Helmut. Komm. Sei mal ehrlich. War auch damals gut gewesen, wie ich angelernt habe, oder? Guck mal, man muss auch mal dazu sagen, mir ist das vollkommen egal, wie ihr ausschaut. Guck mal. Der Helmut, der hat grüne Haare, ja? Das ist mir vollkommen egal. Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Nur die Gesinnung, und das meine ich wirklich ernsthaft, die Gesinnung, die ist nicht scheißegal. Jeder Mensch ist gleich. Wir entscheiden, wer gut und welcher ist ein riesen Arschloch. Egal welche Hautfarbe, Religion, das ist scheißegal. Selbst der Helmut mit seinen grünen Haaren, das ist mir vollkommen egal. Der kann sogar sein Intimpiercing da unten tragen. Das ist mir einerlei. Also Siggi und Helmut. Das ist halt einer dieser Fahrer, wo man manchmal gedacht hat, ob das was wird. Und jetzt schaut euch sie an, sie fahren Bus. So, dann können wir auch langsam mal jetzt hier loslegen. Wir schließen natürlich selbstverständlich die Türen und Blinker links setzen. Und dann können wir auch schon Gas geben. Da hinten am besten vorm Fußgängerübergang immer anhalten, wenn die Fußgänger kommen, auch mal gleich noch zu einer Ampel hier, die so ein bisschen tricky ist, die laufen ja einfach rüber. Also bis jetzt kommt hier rechts und links niemand, außer natürlich rechts hier die Autofahrer. Wir haben ja so ein bisschen unseren Ruf weg, die lassen uns öfters mal vor, habe ich so ein bisschen das Gefühl, also einfach mal winken, Lichthupe setzen, was auch immer ihr wollt, und dann freuen die sich aber auch. So, ganz wichtig hier, die Ampelphase, und da können wir ganz gerne mal einfach mal so ein bisschen anhalten. Da ist auch jetzt die rote Ampel, die gleich umschwenken wird, vollkommen egal. Ihr seht es ganz gut, hier vorne haben wir einen Fußgängerübergang. Der Weg zwischen diesem Fußgängergang und der Ampel, der ist nur schmal. Da passt ein Citaro Car gut hin, aber da passt dann auch noch ein Gelenkebus dazwischen gut hin. Wenn euer Kollege vor euch steht und die Ampel ist rot, lasst wirklich Platz, lasst wirklich hier diesen Fußgängerübergang. Die Leute, die laufen euch wirklich einfach so gegen den Bus und ja, die sind nicht gerade richtig knusper hier in dieser Stadt. Ist ein bisschen komisch, aber ja, man verdient gutes Geld dadurch. Da kann man die Fahrkarten immer erhöhen, wie man möchte. Ihr versteht, was ich meine. Nein, aber ja. Nee, aber jetzt auch mal ein bisschen Spaß beiseite. Wir werden hier auch mal versuchen, nebenbei auch ein bisschen klein wenig Fahrschule zu machen. Wir versuchen das jetzt mal hier ein bisschen ordentlicher zu machen. Ab und zu kommt dann mal Weile mal so ein bisschen aus mir heraus. Und ihr habt es ja gehört, die Fahrgäste, die meckern so ein bisschen, obwohl wir eigentlich Licht angemacht haben. Das können wir natürlich aber jetzt gerne hier auch noch machen. Licht ist eigentlich überall an. Fernlicht, die meinen das Fernlicht. Das hatte ich gerade eben kurz mal ausgeschaltet. Und selbstverständlich hier in den Kreuzungen, die Einbahnstraße gerade eben, die war gut einsehbar gewesen, da kam von rechts der Verkehr. Aber hier sieht es ein bisschen anders aus, hier kommt von rechts und von links, da können wir schon ein bisschen nach vorne gehen. Da ist ein Auto, der wartet zum Glück auf die ältere Dame dort, die jetzt gerade über die Straße rennen möchte. Und in nächste links geht es quasi rein zum Plügerpark, erste Station, Blinker setzen. Mal so ein bisschen gucken. Man muss halt so ein bisschen diesen Überblick haben. Okay, wer kommt, wer nicht. Und dann geht es ja einmal um die Kurve herum. Es ist manchmal gerade hier in der Altstadt sehr unübersichtlich. Gerade auch was anbelangt wegen ja, Einbahnstraßen und Pipapo. Kommt jetzt nur von rechts was oder auch von links. So, Laterne hier an der Stelle. Ganz, ganz doll aufpassen. Und dann geht das auch einigermaßen. Und dann halten wir uns mal wieder hier so ein bisschen bereit. Na, selbstverständlich, wie gesagt,
wenn es halt immer gerade passt und wenig los ist, auch mal die Fahrgäste grüßen. Hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag, der Herr und die Dame oder natürlich selbstverständlich die Dame und der Herr oder halt einfach nur die Katze, der Hund, was auch immer jetzt gerade hier einsteigen möchte. Standard, eine Fahrkarte und dann kriegt er hier seine 2,80 wieder zurück. Der nette Herr selbstverständlich aber auch. Standard 1 dann genau das gleiche. 3,80. Und schönen Tag Ihnen. Dann können wir mal so ein bisschen auf die Zeit achten. Die läuft gerade runter. Wir haben sowieso noch eine Sekunde. Also weiter geht's. Jetzt sind wir quasi schon in der Verspätung. Immer schön im Spiegel achten. Mein Kollege hat jetzt auch hier nicht so richtig gedacht, der Van. Ach komm. Das ist ja hier im Bus. Das passt schon so einigermaßen. Hier in die Einbahnstraße rechts rein. Wir gucken aber am besten hier. Tote Winkel vom Bus. Der ist gegeben. Also immer schön mal gucken, ob hier noch welche Fußgänger rüber rankommen. So. Ah ja. Das habe ich aber vollkommen mit Absicht natürlich gemacht. Ich bin über die Bodenschwelle wie ein Bekloppter natürlich gefahren. Um euch einfach zu zeigen, ihr müsst auch hier auf die Bodenschwellen aufpassen. Die sind immer ein bisschen tricky zu sehen und immer ein bisschen schwer. Aber ja. Das schüttelt die Fahrgäste ein bisschen durch, die finden das nicht so cool. So, St. Paulus Inn geht jetzt hier links rein. Wie gesagt, hier wieder mal so ein bisschen gucken im Spiegel. Kommt da irgendwer? Da kommt niemand. Wow! Was war das denn? Hallo! Ich hab den Blinker gesetzt! Oh! Seid ihr bescheuert oder was? Auch wenn ich hier... Ey, hallo? Polizei! Ja, meine fleißigen Schüler, was wir da machen, wenn natürlich Fahrerflucht da besteht, wir müssen unseren Job ja irgendwie zu Ende führen, wir können höchstens eine Leitzentrale schicken, yo, Leute, hier ist mir jemand reingefahren. Wir haben ja hier einen Bordcomputer, der achtet ja auf alles. Oh, jetzt wird's ganz interessant, wir haben einen Rollstuhlfahrer. So, den gucken wir uns natürlich erstmal genauer an, der winkt uns auch, das winken wir auch mal schön zurück, Hallöchen. Und dann wird es natürlich auch ein bisschen spannender an sich. Wir könnten jetzt versuchen, das Menü zum Beispiel zu öffnen. Aber wir können auch einfach hier auf A drücken. Müssen vor die Feststellbremse drücken. Und dann öffnen wir quasi damit aber auch schon die Rampe. Das schaut dann quasi so hier aus. Da ist die Rampe. Falls der Rollstuhlfahrer dann einsteigen möchte. Der sitzt da immer noch. Wir probieren es einfach mal. Öffnet am besten dazu mal das Menü hier, Türmenü, und dann könnt ihr auch schon mal alle Türen hier und dort und ausgerechnet heute vergesse ich meinen Schirm. Einschalten. Tja, den ist nicht möglich. Guckt am besten nochmal nach, die Fahrgäste können ja gerne mal ein bisschen warten, ob der Rollstuhlfahrer gut reinkommt, da kommt er auch, ja, sehr schön, könnt ihr mal ein bisschen helfen, machen wir ein bisschen schneller, das ist Hilfe genug. Und ja, währenddessen können wir natürlich selbstverständlich auch nochmal die Fahrkarten hier kontrollieren. Der Herr mit den Zuckungen, mit den Fahrkarten. Oh, klar. Fahrkarten. Klar. Für jeden Schwarzfahrer, den erwischt, natürlich gibt es einen Bonus. 120 Euro müssen die Leute nämlich hier zahlen und ihr kriegt 10% Bonus. Was ist das denn natürlich für ein Bonus? Ist doch geil, oder? Also, ich kenne kein Unternehmen, das das eigentlich so, ja, befürwortet. So, natürlich wirst du wahrscheinlich nicht vergessen, die Rampe wieder rein. Das hört ihr aber auch. Da ist sie gerade. Feststellbremse wieder lösen, dann könnte auch schon wieder losfahren. Dann kostet alles ein bisschen Zeit. Wir sind jetzt quasi 1,5 Minuten zu spät. Aber okay. So. Alte Rauerei, nächster Halt. Wir fahren jetzt gleich hier rechts über die Ampel durch. Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Oh, das ist ja sehr schön für ihn. Da müssen wir natürlich darauf achten. Hier, der junge Herr dort, der scheint mir gleich mal über die Straße gehen zu wollen. Also immer schön darauf achten. Da ist er auch schon. So, Blinker setzen und dann geht's hier einmal rum. Und hier die nächste wieder. Rechts in die Einbahnstraße. Da müssen wir natürlich nicht gucken. Natürlich nur hier. Fußgänger kommt hier nicht. Und das war eigentlich auch der Grund gewesen, weshalb ich vorher natürlich sehr, ja, umschwänglich hier einlenken wollte in eine Kurve, weil es wird natürlich hier in der Altstadt wesentlich länger. So ist das nicht. So, hier schon mal kurz links gucken, kommt niemand. Natürlich ist es immer ein bisschen schwer, meine lieben Freunde, meine lieben Schüler, hier die Zeiten einzuhalten. Deswegen, ja,
Man muss versuchen, irgendwann mal diesen Überblick dann hier zu haben, mal links und rechts, und dann geht's aber auch hier quasi schon rum. Und dann sind wir bei der alten Brauerei. So, versuchen hier. Achtet immer so ein bisschen darauf, dass nämlich der Rollstuhlfahrer, der gibt euch auf alle Fälle mit einer sanften Stimme, die man halt nicht immer gleich hört, Bescheid, ob er aussteigen möchte, ja oder nein. Muss also ein bisschen darauf achten, ansonsten muss er bis zur Endstation mitfahren, und das ist irgendwo in der Walachei. Das ist dann mal ein bisschen Käse. Standard einzeln und natürlich hier auch Wechselgeld. In seltensten Fällen passen oder bezahlen die hier passend. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich, aber okay, Standard auch. Oh, wollte gerade sagen, in seltensten Fällen. Und ja, haben wir schon wieder Zeit gut gemacht. Natürlich werden wir die jetzt auch mitnehmen. Fahrkarten können wir später mal kontrollieren. Und dann fahren wir Richtung. Können Sie noch mal die Tür öffnen? Natürlich. Was die Fahrgäste auch immer möchten. Hoppala. Lasst ihr ihn natürlich raus. Ich kenne das. Ich komme aus der großen Stadt Berlin. Kenne ich das nicht so. Aber irgendwann hat sich da. Bitte. Okay. Die Stadt ist einfach anders. Sie steigen über Autos. Und dabei ist die Lücke eigentlich relativ groß gewesen. Naja, okay. Ist so, wie es ist. Ja, und deswegen sage ich immer, nehmt trotzdem diese paar Sekunden, die ihr natürlich gut auf der Uhr habt, immer gut mit. Denn die Fahrgäste, die lassen sich irgendwas einfallen. Mal hier aussteigen, mal, ach komm, können wir mal kurz hier einen Kaffee, einen Döner holen. Ja, da musst du halt so ein bisschen drauf eingehen. Die Stadt, sie ist eine Kuriosität für sich, merkwürdig für sich. Ansonsten, ihr habt dann eigentlich ja schon die Grundprinzipien des Busfahrens jetzt gerade schon so ein bisschen eingebläut bekommen. Es ist halt nicht allzu viel. Achtet mal so ein bisschen auf die Geschwindigkeit, gerade hier in der Stadt. Finde ich es persönlich sehr wichtig. Aufgrund von Blitzern, die herrschen eigentlich zumeist hier, aber auch auf dem Land. Eigentlich ist es da auch sehr wichtig. Da haben wir so ein bisschen das Problem. Da müsst ihr euch wirklich gut auskennen, denn das Ding ist halt dort in der Stadt, wir haben sehr viele Berg- und Aufpassagen. Bergauf willst du natürlich mit ordentlich Geschwindigkeit mal wieder hochfahren, weil mit der Tempobegrenzungsbremse, wie auch immer ich sie nennen soll, kommt man nicht so schnell und gut den Berg hoch. Natürlich, wenn wir diese lösen, dann kommen wir wesentlich schneller hoch. Und wenn es dann berg runter geht, also dann wisst ihr schon Bescheid, dann fahren wir mit dem Bus aber auch hier 250 Sachen, abgeriegelt natürlich. Also 300 Sachen kriegen wir natürlich auch mit dem Citaro Car von Mercedes hier hin. So, Zimmermanns Tor Hauptbahnhofer. Und da steht es ja auch schon nochmal, der Fahrgast, der Beeinträchtigung hat. Also der Rollstuhlfahrer, der muss raus. Das heißt quasi für uns jetzt hier Steuerkreuz nach unten. Wir drücken oder halten A gedrückt. Die Rampe geht raus. So. Und das war das Problem gewesen. Wir sind wahrscheinlich nicht nah genug dran. Da gucken wir uns das mal von außen an. Müsste aber eigentlich reichen, so lange gedrückt halten, wie es nur geht. Hat sich anscheinend im letzten Moment noch nicht abgesenkt. Und als kleinen Tipp, wirklich für euch, das ist jetzt mal kein Spaß, das ist wirklich mal Spaß beiseite. Ich spreche wieder Stekotin, Hallöchen, hallo. Öffnet wirklich mal alle Türen hier. Damit auch hier nämlich der Rollstuhlfahrer auch raus kann. Weil sonst öffnen sich nur die Vordertüren, die Mittetüren bleiben zu, und ja, dann ist es halt, dann geht das alles quasi so ein bisschen in einen Rutsch. So, er möchte eine Fahrkarte, selbstverständlich. Ein Tag Senior. Und Anzahl eine. Passend hat er gezahlt. Sehr schön, Dankeschön. Wie schaut's aus? Oh, wir müssen uns hier ein bisschen wieder ranhalten. Die Rampe wieder rein. Schon mal den Blinker setzen und dann die Feststellbremse. Es ist viel Tralala, um erstmal die Rampe rauszuholen und die hier rauszulassen. Ich weiß, aber es ist halt einfach so. Deshalb, ich weiß, für viele Fahrgäste ist es manchmal ein bisschen unangenehm, wenn wir hier so ein bisschen durch die Stadt brettern, aber es ist manchmal vonnöten, um halt empfehlen, in den Zeitplan zu sein, weil andersrum seid ihr auch so. Aber so, Bodenwelle hier, schön runterbremsen. Duck. Duck. Und dann könnt ihr mal wieder ein bisschen Gas geben. Aber andersrum stehen die Fahrgäste auch an der Haltestelle und denken sich so, boah, alter Falter, wann kommt denn der jetzt endlich mal und holt uns hier ab? Es sind viele Dinge hier, die jetzt als Busfahrer wichtig sind. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ordnung. Ordnung muss auch, also na gut, Zuverlässigkeit, Ordnung ist irgendwie alles in einem, aber es muss halt irgendwie alles passen. Und dann wollen wir ja mal sagen, meine lieben Fahrgäste, nächste Halt ist
Schienenlegerstraße. Ja, Uschi, die Ansagerin, hat es ja auch schon gesagt. Und jetzt haben wir schon ein bisschen Zeit reinholen können. Wenn die beiden Kollegen jetzt hier, die einsteigen werden, keine Fahrkarte ziehen, dann können wir ganz gerne nochmal eine Fahrkartenkontrolle machen, immer mal wieder machen. Es ist aber heute relativ wenig los. Man sieht es auch, steigen hier sehr viele aus. Natürlich. Ein Tag will der Herr das haben. Standard, zack. Und dann kriegt er seine 3,80. Die kriegt er. Und da könnt ihr mal wirklich euch ein bisschen ausprobieren. Versucht nicht immer mit den großen Stücken zu zahlen, wenn ihr hin und her switchen müsst, sondern sagt euch einfach mal, okay, komm, wir gehen nur in diesen Cent-Bereichen und machen jetzt hier mal kurz mal als Beispiel. Wir haben hier eine Woche, müssen wir eigentlich eingeben, Standard und zwei Stück. So, Wechselgeld 40. Da können wir natürlich schon, ja, schnell rumspringen, so ist es nicht, aber... bei diesen kleinen Beträgen 2,80, da macht sich manchmal schon bezahlt. Man ist schon bei diesem 50 Cent. Gibt ruhig 5 mal 50 Cent raus. Einmal 20 und einmal 10. Das geht wesentlich schneller. So, hier natürlich auch ein bisschen achten. Die Fahrgäste, die gerade hier ausgestiegen sind, die wollen natürlich ganz gerne hier irgendwo noch rüber. In ihren Wohnungen natürlich dann rüber gehen. Vorne kommt wieder eine Bodenschwelle. Abbremsen. Und dann geht es auch schon Richtung Siegweiden. Das ist eine Strecke. Wir fahren nämlich hier quasi auf die kleinen Ortschaften links und rechts überall an. Nämlich einmal Siegweiden und Oakville. Ja, eine etwas längere Kreuzung. Jetzt müssen wir uns natürlich ein bisschen sputen. Wir stehen hier mitten auf dieser Fußgängerstreifen hier. So, und dann auch schon mal gleich im Blinker setzen. Hier haben wir den allerersten Blitzer. Da immer schön aufpassen. Wie gesagt, gebt von euren Lohn ab und das als Zins mit 100 Euro. Prozent zum Satz. Ja. Und dann geht es auch schon Richtung Siegweiden. Da werdet ihr gleich merken, was ich so ein bisschen meinte. Direkt jetzt hier Siegweiden nicht. Wir bremsen ein bisschen. Oh, wir. Ja, wir. Wie nennt man das? Wir biegen. Ja, wir haben jetzt das Wort biegen vollkommen vergessen. Wir biegen ja links früh ab. Aber da oben sieht man es ganz gut. Da geht es nämlich bergauf. So, wir gucken uns einfach nochmal hier so ein bisschen um. Wir können ja hier schon mal... Da kommt niemand. War ein Ding gewesen, dass da der LKW mir einfach mal so reingebrettet ist. Ist ja auch nicht nett gewesen. So, wir kommen in Siegweiden. 50 ist hier erlaubt. Und dann steuern wir auch die erste Haltestelle an. Siegweiden. Direkt. Ohne großartige Umschweife. So. Türen öffnen. Perfektes Timing, perfekte Halteposition. Ja, manche wollen sich immer noch so ein bisschen informieren, ob denn auch das Schein, das Fernscheinlicht da auch irgendwie an ist. Keine Ahnung, was er da gerade gemacht hat. So, passt bezahlt. Super. Das ist halt immer so ein Halt, wo man wirklich sagt, das ist super. Und... wir sind jetzt gerade, ja, im positiven Delta. Wir sind jetzt nicht zu spät unterwegs. Wir sind genau pünktlich. Haben sogar ein paar Sekunden gewinnen können. Aber ohne, dass jetzt jemand sagt, ach, das ärgert mich. Es gibt halt, es gibt Kollegen, ich kenne es aus der Großstadt, wo ich damals angefangen habe als kleiner Stöpsel. Genauso wie ihr es seid, als kleiner Busfahrer. Ich habe teilweise sogar bei der Straßenbahn gearbeitet. Boah, dem war der Feierabend viel wichtiger gewesen. So, mal die erste Situation, wo man hier Fußgänger als im Übergang hat. Die Omi hier. Und die haben sich echt nur darum geschert, pünktlich Feierabend zu machen. Die kamen nicht nur 17, 30, 45 Sekunden früher und sind dementsprechend auch losgefahren. Manchmal kamen die 2 Minuten früher und das war nicht fair gegenüber den Fahrgästen gewesen. Ein Grund auch für mich zu sagen, yo, das war mal GmbH, Cook AG, Busunternehmen hier in diesem Gebiet. Das muss auf alle Fälle errichtet werden. Ich weiß nicht mal, wie der Ort hier heißt, aber es lohnt sich. Ich bin ein gemachter Mann. Siegweiden und Oakville gehören mir mittlerweile. Von daher, Oakville Zentrum, meine Damen und Herren. Alles einsteigen, Hallöchen, ja, und man gucke sich doch einmal mal diesen Abstand zwischen Bus und Bürgersteig an. Also, da passt nicht mal ein Kind dadurch. Passend gezahlt. Ach, das Leben ist herrlich. So, jetzt wird natürlich ein bisschen tricky. Lustig. Aber hinter uns ist eigentlich niemand. Also hier den Blinker schon mal setzen. Blinker setzen ist immer sehr wichtig. Dann haben die hinter uns auf alle Fälle diesen Respekt und warten auch schon mal, weil wir ja ausscheren werden.
So. Und ja, das war es eigentlich auch schon im Großen und Ganzen. Wir werden jetzt nur noch, glaube ich, altes Sägewerk anfangen. Wie hieß es? Ja, altes Sägewerk, genau. Ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit. Man möchte es nicht meinen, es ist halt hier so eine Ortschaft, dieses Oakville, aber hier kommt einer der, ja, doch gefährlichsten Stellen für einen Busfahrer in Sachen Fußgänger. Hier natürlich so ein bisschen links gucken, hier ist nicht viel los. Rechts kommen sie manchmal sehr gerne rausgeschossen. Und dann durch diese Mittelinsel hier sieht man oder übersieht man natürlich mal ganz schnell gerne Fußgänger, die hier rübergehen wollen. Nicht einfach, gerade wenn man vielleicht ein bisschen in Eile ist. Deshalb, ja, lasst euch auf alle Fälle Zeit. Macht ganz in Ruhe. Wir fahren jetzt Richtung altes Sägewerk und da ist Endstation. Da lassen wir die ganzen Fahrgäste raus. Ja, und wir fahren nochmal Richtung Depot. Da können wir ein bisschen schneller fahren und klären quasi noch ein paar einzelne Punkte, auf was zu achten ist. Und ja. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Ja, Leute, das dürft ihr auch, wie gesagt, nicht übernehmen. Manche Fahrgäste sind da irgendwie ein bisschen direkter. Die meinen uns. Ich habe irgendwann, wo ich hier angefangen habe und es nach und nach aufgebaut habe, auch gedacht, ey, der kann doch nicht uns gemeint haben. Irgendwann doch. Die sind ziemlich direkt, die Leute hier. Die sagen halt alles, was ihnen nicht gefällt. So, meine Damen und Herren, liebe Fahrgäste, auch nochmal eine schöne Ankündigung machen. Endstation. Altes Sägewerk. Ich bitte Sie alle auszusteigen und denken Sie an Ihren Müll, Unrat und Wertgegenstände. Kommen wir sowieso gleich mal zum Thema. Meine Kollegen, wir gucken uns dann natürlich hier, lassen natürlich erstmal die Fahrgäste ordnungsgemäß aussteigen. Steht ihnen niemand im Wege. Gucken uns hier so ein bisschen um. Hat hier irgendjemand Müll vergessen? Das sieht nicht ganz so aus. Na, das sieht gut aus. Ah, hier, ein Kaffeebecher. Hier hinten irgendwas. Nein, auch nicht. Nö. Dann war es das quasi. Dann fahren wir noch gemeinsam zum Busdepot, reden noch über ein paar Dinge und ich werde einfach mal wieder als Stickotin ein wenig auftreten. So, ich hoffe, es hat euch so einigermaßen gefallen, dass wir mal hier so gemeinsam vielleicht sowas wie eine Art von Fahrschule gemacht haben. Dachte mir, gerade zu der letzten Mission, die ich ja, sagen wir mal, auf lustige Art und Weise vollkommen hingehunzt habe, dass wir die einfach hier nochmal hier wiederholen und es ordnungsgemäß und ordentlich einfach mal durchgehen werden. Und ja, wenn euch sowas mal irgendwie gefällt und ihr wollt sowas gerne mal machen, wie gesagt, ich schlüpfe mal ganz gerne in die Rollen der Spiele, das gefällt mir halt auch extrem, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten genießen wir jetzt einfach mal gemeinsam den Sonnenuntergang und fahren jetzt Richtung Busdepot. Im Großen und Ganzen muss man ja auch sagen, jetzt mal außerhalb des Waldemars, ich habe ja gerade eben eigentlich überwiegend als ein bisschen als Waldemar gesprochen, sehr bestimmt, rechthaberisch belernt, aber trotz alledem mit einem großen Herz, so würde ich ihn jetzt tatsächlich beschreiben, ist es halt an sich ein Spiel, was übersichtlich ist, was relativ einfach ist. Es sind halt so manche Dinge Gewohnheit. Gerade mit Lenkrad, ach, mit dem Controller hier links und rechts zu gucken und dabei noch das Lenkrad zu bedienen, ist nicht ohne. Da ist natürlich in Wirklichkeit den Kopf zu bewegen viel einfacher und deshalb pese ich halt über manche Sachen. Und da ist dann erstaunlich, habe ich vorhin auch erschrocken, als der LKW einfach mal richtig schön, Tempomat können wir einfach mal rausnehmen, als der LKW uns da die Kurve gestellt hat, obwohl wir natürlich den Linker links gesetzt haben, habe ich auch nicht ganz verstanden, wie das gehen konnte, warum man das eigentlich gemacht hat. Das hat zum Beispiel die Situation gewesen, wo ich halt einfach mal ein bisschen vorgehabt habe, euch so ein bisschen zu zeigen, okay, ein bisschen ordentlicher fahren, gucken, hier und da. Und deshalb habe ich ja so ein bisschen den Schwung mitgenommen, dass ich einen besseren Überblick habe. Und ja, deshalb ist es manchmal ein bisschen komisch, wenn denn da die KI nicht so ganz mitmacht. So, der Kollege hier vorne im Corsa, der kann sich mal ein bisschen beeilen. Und ja, ich gebe einfach nochmal beide mal das Wort. Ja, meine lieben neuen Mitschüler und liebe Zuschauer, es hat mich wirklich sehr gefreut, dass ihr jetzt hier so eingeschaltet habt. Mein Kollege Stickotin, das ist ja so mein Co-Producer, mein Co-Produzent, der ist ja auch hier quasi mein Unternehmen tätig. Der fährt auch ab und an mal ein paar Busse. Das ist eher so ein bisschen der für das Marketing- und Medienbereich. Ich bin der halt einfach einen Bus lenken möchte. Und ich denke mal, wenn ich in eure Herzen blicke, meine lieben zukünftigen Busfahrer, ihr wollt das auch. Ihr wollt auch Busfahrer werden. Und ich sag euch eins, das ist schön. Busfahrer sein ist schön. So. Jetzt hier rechts rein
Und da hinten sind wir auch schon. Das Busdepot folgt da so ein bisschen den Pfeilen und so zwischen die Laternen durch. Und dann seid ihr auch schon genau. Hallo? Was ist denn hier los? Du hättest auch. Hey. Hö? Ach da! Da ist die Laterne! Haha! Die hab ich nicht gesehen! Ja, scheiße gelaufen! Zum Glück sind meine zukünftigen Schüler schon ausgestiegen. So. Ach, come on. Okay, Rückwärtsgang. Und Vorwärtsgang. Nee, neutral. Oh ja, dass du noch hier rumläufst, das war mir so scheiße. Ich bin mit der Route fast fertig. Das regt mich hier auf an diesem Spiel. Das regt mich hier echt auf. Ich bin mit der Route fast fertig. Da hinten ist das Ende. Und was macht der Klops? Der läuft mir vorm Bus hier durch. Ich werd bescheuert. Ich werd hier richtig weg. Das kotzt mich hier an. Also, Astragon, fickt euch richtig. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich gehe doch nicht als Fußgänger einfach mal so dicht an dem Bus vorbei. Scheiß Astragon, leck mich doch mal am Arsch. So. Mal wieder aufgeregt, das muss auch manchmal sein. So, dann schalten wir hier mal alles aus. Und, obwohl, doch. Halt ausschalten, die Türen öffnen. Und dann haben wir es geschafft. Fahrt am Busdepot beendet. So, dann gucken wir mal unser Einkommen hier an. Das war ja richtig knapp gewesen. Kurz mal gegen Laterne gebrettert. Kollisionen haben wir so viele gemacht. Na gut, okay. 17.000 haben wir eingenommen. Das ist gut. Das ist quasi das, was ihr jetzt ab sofort immer einnehmen müsst. Auf einer Fahrt gerechnet. Liebe Leute. Ja. Werdet mal ein Busunternehmer. Nee, jetzt Spaß beiseite. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch so einigermaßen gefallen. Wenn ihr mehr von solchen Videos haben wollt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ja, ob Stickotin oder Weidemar. Stickotin ist meinerseits, das ist so ein bisschen, das ist so wie ich quasi jetzt mit euch rede. Ja, und Weidemar ist eigentlich so der, der eigentlich jetzt hier zu euch redet und euch auch mal ganz herzlich danken möchte, dass ihr eingeschaltet habt und euch einfach mal einen schönen Tag wünscht. Genau, ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.